Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem ultra besonderen Video von mir und dem Kalle. Ich bin hier in einer fremden Küche und wir machen was ganz Besonderes. Lisa ist heute bei mir und ich habe hier Herzchen, weil ich verfolge sie so lange und sie ist das erste Mal bei mir zu Hause hier in Hamburg in unserer Küche. Ich freue mich. Ich freue mich auch sowas von. Du bist der erste Fremde auf meinem Kanal. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Ja. Falls ihr den Kalle nicht kennt, entschuldige, dass ich ins Wort falle, schaut auf seinem Kanal vorbei, ist in der Infokarte verlinkt und in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, wir starten, wir machen Kokosmakro. Ja. Ihr merkt, ich bin in meiner eigenen Küche nervös, weil ich glaube, ich bin ein recht guter Koch, aber mit dem Backen, Lisa, nimm mich heute nicht so hart ran. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Wir machen das mit Liebe und Geduld. Okay. Das wird okay. Und was machen wir heute? Kokosmakronen. Ich bin gespannt. Das Rezept übrigens ist was ganz Exklusives, ist in der Infobox, also schaut da mal vorbei. Das ist eigentlich aus meinem Kochbuch oder eher Backbuch. Von daher, ja, ist was ganz Besonderes. Exklusiv heißt, dass das schwierig ist? Das heißt, dass das sonst nirgendwo zu finden ist. Okay. Also eine Extrawurst für uns. Seid gespannt. Liebe Lisa, selten, dass ich mal richtig nervös bin, aber ich bewege mich auf dünnem Eis. Wir machen heute Kokosmakronen. Ohne R, Kokos. Ach, Kokos? Du hast Krokos gesagt. Okay, seht ihr? Aber nah dran. Ja, genau, die machen wir. Also nicht die Blumen. Nee. Okay, ja, siehst du, so geht das schon los. Was brauchen wir denn dafür? Nicht viel. Kann man, glaube ich, sehen. Wir haben eigentlich nur drei Zutaten und die Oblaten sind tatsächlich auch optional. Also wenn ihr die nicht habt, braucht ihr auch nicht kaufen, geht auch ohne. Wir haben Eiweiß, wir haben einfach Kokos. Kokosraspeln und wir haben Zucker und das müssen wir jetzt hier über dem Wasserbad einfach nur warm machen. Genau, und das Rezept findet ihr ja wie unten, glaube ich, beschrieben. Ehrlich, es ist ungewohnt. Schaut einfach in die Infobox, da ist wie immer alles verlinkt. So okay. Wie wahrscheinlich deine Werkzeuge meistens irgendwie da verlinkt werden oder meine. Genau, also ihr werdet das finden. Drei Zutaten. Genau, richtig. So, womit fangen wir an? Pass auf, ein Wasserbad. Was ich schön finde, ist, dass du es hier schon richtig gemacht hast, so wie ich. Ja, du es auch damals gelernt hast. Wasserbad ist gleich nur ein Schluck Wasser und eine Schüssel rein, die eben auf, so halb in den Topf passt. Und da kommen jetzt alle drei Zutaten rein. Einfach so? Einfach so. Und dann wird das Ganze eben erwärmt auf so bis zu 70 Grad. Dann ist A, sicheres Lebensmittel, weil die Kokosmakronen abgekocht sind. Der Zucker ist dann gelöst, dadurch habt ihr eine geschmeidigere, eine etwas feinere Masse und die Geschmäcker kommen einfach so ein bisschen besser zusammen. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass man das Eischnee irgendwie aufschlägt. Machen oder den viele Eischnee. Rezepte, genau. Aber du nicht, aber nee. Das ist ja das Exklusive von dir. Aber ich fange mit dem Zucker an, oder? Mach das. Einfach oder rein. Spielt die Reihenfolge? Nö. Spielt keine Rolle. Einfach drauf. Okay. Ich würde sagen, einmal feste mit Gefühl rühren. Also das, bis jetzt gefällt mir das Rezept sehr gut, weil nur zusammenschütten, das kann ich. Schaffst du. Darf ich rühren? Bitte. Okay. Bitte. Und die Temperatur ist okay? Muss ein bisschen mehr, oder? Nö, das darfst du vor sich hin so ganz leicht. Okay. Nicht zu heiß, am besten nicht kochen bitte, sondern einfach nur langsam erwärmen, weil wenn ihr das Ganze zu heiß macht, kocht ihr das Eiweiß und habt vielleicht sogar Rührei da drin und das wollen wir definitiv machen. Okay, also wir wollen nur erwärmen. Genau, richtig. Okay. Also so mittlere Hitze, dann seid ihr gut dabei. Okay. Und Schneebesen ist das richtige Werkzeug hier? Geduld. Wir können auch einfach so eine Gummilutsche nehmen. Also wenn ihr so einen Silikonschaber oder einfach nur einen Löffel habt. Okay, also ich würde gerne wechseln. Dann tausch mal. Okay, ich habe hier was in der Schublade. Zeig. Aufregend. Warte. Ja. Ja, tipptopp. Nehmen wir den. Legen wir den mal weg. Genau. Und jetzt vermengen wir das. Die Masse ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen fester und je wärmer das wird, umso mehr löst sich natürlich der Zucker. So sieht das jetzt aus, ne? Und umso weicher, flüssiger wird das dann. Okay. Dann können wir das gleich zum Wann hast du das letzte Mal selber für dich Kokosmakronen gemacht? Gar nicht so lange her, weil mein Männe das super gerne isst, der auch gerade die Kamera führt. Der isst nämlich super gerne. Das ist ja auch spannend für alle Zuschauer von meinem Kanal. Carmen, sag mal eben Hallo. Hallo. Ist auch hier. Ist auch da. Wir haben heute zwei Kameraleute. Genau. Pure Luxus, oder? Ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte hier. Okay. So, ja. Und wie lange muss ich das jetzt hier rühren? Was hast du gesagt? Ja, ein paar Minuten. Vielleicht, also wenn ihr es so ganz genau nehmen möchtet, dass wir 70 Grad bekommen. Aber wenn ihr kein Thermometer habt, guckt einfach, dass die Masse wirklich gut warm wird. Also wenn ihr ein Fingerchen mal reinhaltet, gewaschen bitte. Dann nehmen wir aber dein Fingerchen. Mein gewaschenes Fingerchen. Dann darf das sich richtig gut warm anfühlen. Und dann ist die Masse wahrscheinlich auch ein bisschen weicher. Und dann können wir weitermachen.
Okay, wir haben jetzt hier so ein Grundrezept. Das waren jetzt, glaube ich, so 200 Gramm Zucker waren das, glaube ich. Richtig. Wie viele Portionen, denkst du, kommen dabei raus? Hängt natürlich von der Größe der Makronen ab, ne? Kann ich dem gar nichts mehr zu sagen. Genau, richtig. Das ist abhängig davon, wie groß ihr die Portionen / Makronen eben macht. Also okay. Wenn ihr so Brocken haben möchtet, dann kommen natürlich weniger raus, als wenn ihr so ganz kleine, feine Häufchen macht. Aber rein theoretisch wäre das auch möglich, dass man dann so eine ganz großen macht. Ja. Theoretisch. Also das ändert sich da vom Rezept her gar nicht. Nee, vom Rezept her gar nicht, nur vielleicht von der Backzeit. Oh, ja, das ist klar. Aber ich glaube, keiner will so ein, oder okay. Will jemand so einen Brocken? Also manchmal brauche ich einen Brocken. Also es kommt nicht so oft vor, aber manchmal brauche ich einen Brocken. Ja, dann, aber Lisa, ich muss jetzt hier noch ein bisschen rühren, was die Zuschauer von Kalle kocht vielleicht nicht wissen. Oh oh. Also du siehst nicht nur blendend aus, du kennst dich aus mit dem Handwerk. Ja. Aber das ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ich habe da mal mit angefangen, du hast das richtig gelernt, ne? So wie du, mein Lieber. Ja. Wir kommen eben beide aus der Gastro, ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch einfach so. Deswegen verstehen wir uns gut. Wir sprechen die gleiche Sprache. Das ist so. Aber du hast das alles mal gelernt, du bist Konditorin. Also du bist keine Bäckerin, du bist Konditorin. Ja, ganz klassisch in Köln in so einem Traditionsbetrieb gelernt, wo es keine Convenient-Produkte gibt oder sowas. Okay. Alles mit ganz viel Liebe und Geduld selber. Okay. Ja. Das sieht man auch bei dir auf dem YouTube-Kanal. Also alles, was du da machst, da bin ich gedanklich schon raus. Ich esse es für mein Leben gerne. Ich nasche, sieht man ja auch. Ich nasche für mein Leben gerne. Aber mit deiner Ruhe, wie du da die Dinge ausgarnierst, also da bin ich fassungslos. Also ich als Koch bin da raus. Das Zückerli in meinem Job. Nachher dieses, wenn alles zusammenkommt, das Dekorieren und Ausgarnieren, das ist das, was am meisten Spaß macht. Deswegen habe ich das Gefühl. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Chefskiss. Ja. Und bei mir ist das so, wenn ich am Herd stehe und ich kann da so 20 Kilo Knochen rösten für eine schöne braune Soße. Du, das ist so meine Welt, weißt du? Damit verbinde ich dich auch. Ja, tatsächlich? Auf jeden Fall, wenn ich deine Rezepte gucke, dann ist es genau diese ganzen klassischen Oma-Rezepte. Ich meine, das ist eben auch dein Kanal. Das ist mein Kanal, total. Ja. Du machst eben den leckeren Scheiß. Das ist noch nicht warm genug, darf noch einen Moment. Und ich darf das hier nicht höher drehen? Doch ein bisschen, ja, oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Tatsächlich ist der Ofen ausgegangen hier. Nee, so. Ich habe den ausgemacht. Ach, du hast ihn ausgemacht? Ja, weil ich dachte, das ist schon soweit. Okay, aber es hat sich tatsächlich vom Aussehen hier schon... Es ist viel softer, ne? Es wird jetzt so ein bisschen breiiger, sag ich ja. Schlotzig, genau. Wie beim Risotto. Siehst du? Den, wie sagt man, das Wort dazu kenne ich auch, ja. Ich bin zwar eigentlich Konditorin, aber so ein paar Wörter kann ich auch was mit anfangen, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Uns verbindet ja doch mehr, als man eigentlich so glaubt. Ne? Viele Grundtechniken sind ja ähnlich. Total. Wie gesagt, dieses feine Ausgarnieren, da habe ich ja auch schon so ein bisschen Schiss drauf, wenn wir das jetzt gleich portionieren. Aber das können wir halt auch noch mal üben, wenn du eventuell demnächst mal zu mir in die Backstube kommst. Ich komme wahnsinnig gerne. Habt ihr Bock auf mehr Rezepte von mir und Carlo, von mehr Videos, dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Und wenn ich das nächste Mal zu dir fahre in deine Backstube, dann bringe ich dir mal mit irgendwas Kleines, Schnelles, was wir gemeinsam kochen. Was hältst du davon? Deal. Oder? Deal. Sehr aber schön. Bitte vegetarisch. Ach ja. Kriegen wir bestimmt. Natürlich. Du hast bestimmt genug Auswahl. Also, ich krieg dich satt. Das steht mal fest. Klingt nach einem Plan, ich freue mich. So, steck noch mal dein Fingerchen da rein. Ist das jetzt warm genug? Immer noch nicht? Lass es. Okay, ich rühre noch eine Sekunde. Habe ich schon verstanden. Kriegst du schon einen Tennisarm? Nee. Noch nicht? Nein. noch. Was ich hier schon mal echt faszinierend finde, dass man jetzt hier nicht 7 verschiedene Zutaten hat und in einer bestimmten Reihenfolge und Küchenmaschine. Manchmal ist es so viel einfacher, als man denkt. Wirklich. Ja. Also bestimmte Sachen, klar, die sind super aufwendig und ein bisschen kompliziert, aber hier so ein Spökes, Plätzchen grundsätzlich habe ich das Gefühl. Spökes? Spökes. Wo kommt denn Spökes her? Muss die Mama fragen, keine Ahnung. Spökes. Spökes, der Unfug, das Gedöns. Okay. Manche Sachen sind irgendwie wirklich einfacher als man. Ja, absolut. Sieht man ja. Und vor allen Dingen, ich sehe jetzt hier auch schon die reinen Materialkosten. Wenn ich sonst zu einer Bäckerei oder Konditorei gehe und was die da teilweise für so eine Makrone jetzt aufrufen, da kann man es auch wirklich sich mal überlegen, die mal selber zu machen, oder? Besonders wenn man das in größeren Mengen macht, kannst du es halt auch voll schön verschenken und einfach anderen Leuten noch eine Freude machen. Das ist auch so ein Grund, warum ich meinen Beruf liebe, weil teilen und irgendwie zusammenkommen, schöne Zeit verbringen, leckere Schmeckels, kann man, ist doch einfach. Tatsächlich ist es so, wir haben jetzt hier bei uns neue Nachbarn bekommen. Ja. Und wir haben den
selbstgebackene Plätzchen vor die Tür gestellt. Die hat Kamera, die Füße. Hat Kamerafrau Carmen gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle an Caroline und Philipp. Und ich glaube, die haben sich gefreut. Und das ist das, was du sagst. Total. So selbstgemachte Dinge haben halt einen anderen Stellenwert. Das, ne? Das bedeutet oft viel mehr als irgendwelche gekauften Geschenke oder sowas. Das bringt die Liebe. Sehr gut. Absolut. Apropos Liebe, ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt, genau. So, jetzt kommt der Stress. Zeig mal, wie machst du das mit dem Spritzbeutel? Auf links drehen, das kennst du. Ich kenne das, aber ich wollte es auch mal meinen Zuschauern zeigen, weil ich finde es immer so lustig, in der Kochschule sehe ich das immer, hier ist ja so ein Benzel dran, ne? Kennst du das auch? Ja, das haben die im Kurs damals bei mir auch gemacht. Und wenn sie denn so versuchen, das so reinzufüllen, macht das bitte nicht. Bitte nicht. Nein, man krempelt das so um, ganz ne? Genau. Und wenn man eine flüssige Masse hat? Kennst du den Trick dann auch? Ich glaube, dann ist das hier unten einmal umklappen, ne? Oder? Zum Beispiel, oder du drehst den Beutel und stopfst ihn in die Tülle. Das ist neu. Wieder was dazugelernt, man lernt nie aus. Und das hält denn so? Das habe ich noch nie gesehen. Aber falls man es nicht besser weiß, so eine Klippe genau ist doch auch tippitoppi. Super. So, jetzt füll mal rein, jetzt gucke ich dir mal zu. Ich mache den Herd wieder aus. Du darfst ausmachen. Einfüllen. Mach mal. Mach mal bitte. Das ist richtig Zauberei hier. Ich wollte einmal kurz auf was aufmerksam machen. Und zwar, die Masse ist natürlich jetzt viel weicher geworden durch die Wärme, die wir zugegeben haben. Aber die ist immer noch so fest und stabil, dass wenn man die Masse so ein bisschen aufstellt, dass sie nicht verläuft. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wenn ihr die Makronen aufspritzt, dass die eben auch ein bisschen Kontur noch haben und stehen bleiben und eben nicht über das ganze Blech laufen. Ja, weil sonst hast du ja so eine riesengroßen Oblaten oder sowas, ne? Im Endeffekt schon, genau. Ja, genau. Und das ist ein großer, trockener Kokoscracker. Okay. Ja. Okay. So, einmal einfüllen. Wenn ihr Hilfe braucht, könntet ihr das auch einfach nur über so ein Litermaß oder sowas ziehen und das Ganze dann einfüllen. Aber bei mir geht das jetzt nach 10 Jahren Berufserfahrung, Gott sei Dank. Soll ich irgendwas halten? Nein. Nö. Alles, bloß das nicht. Nee, ich glaube, das schaffe ich. So, einmal einfach nur reinplumpsen lassen. Ich mache direkt alles auf einmal. Natürlich. Das sind doch dann doch irgendwie die Profis, ne? Haben schon ein bisschen Übung. So. Ich finde das toll, dass ich mal einfach mal zuschauen kann. Du hast aber auch eben tüchtig gerührt. Jetzt muss ich ja auch mal was tun hier. So. Dann sehr schön. Jetzt wird's spannend. Ich stelle das mal ein bisschen an die Seite. Yes. Ist aus? Yes. Ja, ist alles aus. So. Einmal drehen, bisschen Spannung auf den Beutel. Da kommst. Genau, ich sage auf meinem Kanal immer, wenn wir so herzugehen Kartoffeln, ja, kennst du ja. Gemacht. Ja, wenn man diese aufspritzt, ja. Ne, dann hier unten, manche machen ja den Fehler, dass man hier unten drückt. Das macht man bei der Zahnpasta aber auch nicht. Man muss immer von hinten die Masse nach vorne. Genau. Gehen. Hier oben wird Gas gegeben und hier unten wird gesteuert. Oder? Meine Worte! Sind das deine Worte? Ohne Scheiß, habe ich das damals in den Cupcake-Kursen auch immer gesagt. Okay, ja, guck mal. Absolut. Sind wir uns ja einig. Ohne Mist. So, passt auf. Also, ich habe jetzt hier die Oblaten, wie eben gesagt, die sind optional. Wir haben hier so ein schickes Blech. Und das ist wohl antihaft, habe ich gehört. Ja, das ist mein neues Backblech. Das habe ich jetzt ganz, ganz neu. Das ist beschichtet. Wir machen jetzt folgenden Test. Wir machen eine Hälfte mit Oblaten und die eine ohne. Und dann wollen wir mal gucken, ob es da Unterschiede gibt. Toi, toi, toi. Ich bin ein gebranntes Kind. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und hoffe... Du glaubst nicht, dass wir die da wieder runterkriegen. Gut, wir gucken mal. Okay, let's go. Also, let's go. Ich spritze mal einen auf. Jetzt soll die Masse aber auch hübsch sein. Ich habe immer das Problem, dass wenn ich den Spritzbeutel wegnehme, dann klebt die Oblate immer am Spritzbeutel. Kennst du das auch? Ja, dann muss ich halt festhalten. Da gibt es tatsächlich keine... Gibt es keine Tricks? Okay. Aber es gibt einen anderen Trick. Also erstens, du spritzt halt auf, einfach nur Oblate festhalten und einfach nur aufdressieren. Da zittert die Hand vor Aufregung, macht aber nichts. So, das sieht nicht ganz so hübsch aus, weil die Kokosraspeln natürlich auch nicht glatt sind. Das heißt, wenn ihr so einen Spritzbeutel habt, könnt ihr das auch einfach mit einem Löffelchen portionieren. Sieht vielleicht ein bisschen geschmeidiger aus. Oder okay. Ihr könntet die Kokosraspeln vorher ein bisschen feiner malen. Das würde auch funktionieren. Oder eine runde Tülle. Aber im Endeffekt, das landet doch alles in unserem Genussgewölbe. Ich weiß gar nicht. Also im Moment ist das, glaube ich, Schimpfen auf hohem Niveau. Okay, na gut, dann habe ich nichts gesagt. So, guck mal. Kleiner Tipp. Die erste ist aufgespritzt. Und da kommt die nächste. Frau Kollegin. Siehst du, ach, guck mal, der wird schon was besser. Nehmen wir noch einen mit. Ich meine, das finde ich schon wieder gut. Das ist schon das Zweite, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Einfach mal, mitnehmen. Das hast du schon von der Lehre, oder was? Das hat dir dein Konditormeister schon Meisterin. So gezeigt. Die Meisterin? Ja.
hast eine Dame gehabt. Ja. Und war die streng zu dir damals? Also ich meine, das ist ja erst 2 Wochen her. Du bist ja jetzt, glaube ich, 19. Die Iris, Grüße an dich, falls du das siehst. Jetzt im Nachhinein, sie war bestimmt streng zu dem Zeitpunkt, aber mittlerweile mit dem ganzen Abstand habe ich nur noch Liebe für den Betrieb, wo ich damals gearbeitet habe. Rindenschmitz, ganz dicke Küsschen. Ihr wart die Besten und ihr seid immer noch ganz tief in meinem Herzen. Oh, das war nicht abgesprochen. Nee, war es wirklich nicht, aber ist tatsächlich so. Deswegen sind die auch in allen meinen Büchern immer erwähnt. Ja, so und jetzt genug geschnackt. Cheffe. Muss ich das jetzt weitermachen? Du dich? Das soll schon da gewesen sein. Mach erstmal da und dann. Und wie soll ich das jetzt machen? Auch einfach so ein Dübel. Einfach da. Mal. Drück also einfach. Erstmal gebe ich jetzt wieder neu Gas. Du drehst andersrum. Ich drehe andersrum. So, und da einfach so. Ich habe jetzt Gott sei Dank. Junge, der sitzt aber auch ein bisschen. Schrei mich nicht an. Da sitzt aber auch ein bisschen Druck dahinter. Also ja, es, ja, es sieht leichter aus, als es ist. Aber du hast auch Schmackes in den Händen. So, siehst du? Bei dir sehen die tatsächlich auch schöner aus. Hör auf. Hast du jetzt mehr Schwung? Guck mal, jetzt habe ich da gekleckert, dann setze ich da den nächsten hin. Und das war's schon. Jetzt müssen nur noch gebacken werden. Ja. Guck mal, jetzt, da hast du einen kleinen Klumpen gegeben. Hast du das gesehen? Deswegen mache ich die meistens im Eisportionierer mit so einem kleinen. So, siehst du, dann mache ich jetzt den Rest. Aber lass mich das einmal ausprobieren, ja? Siehst du. Magic. mit so kleinen Dingen, da kann man mir echt eine Freude machen, ehrlich. Das finde ich total irgendwie klasse. Ist ja kein Hexenwerk, einfach den nächsten mitzunehmen, ne? Ja, weil sonst bist du ja immer am Poolen da, ne? Oder vorher rauflegen. Guck mal, meiner ist jetzt größer geworden als deiner. Deiner ist auch schöner geworden. Und kann man jetzt theoretisch auch da, ich sag jetzt mal so Essgebäck machen, so kann man machen, was man will, oder? Ich glaube schon, aber sind Kokosmakronen nicht so klassisch, eher so. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt. Wir könnten ja auch so ein L wie Lisa machen. Oder ein C wie Kalle. Sehr schön. Oder ein C wie Carmen. Ja, oder ein J. Wie Chewie, Kameramann Joey. Nee, das würde auf jeden Fall funktionieren. Ihr könntet auch ein bisschen Gewürze zum Beispiel hier in die Masse tun. Komm, dann lass uns mal die freie Stelle mal nehmen. Für ein L, für ein oder C. Oder ein Herz. Und dann machen wir das nachher so als Intro für unsere Zuschauer. Oh, okay, dann mache ich mal. Also ein L. Kannst du auch so Hochzeitstorten beschriften? Also ich meine, L hätte ich vielleicht jetzt auch gerade noch hingekriegt. Aber das sehe ich nicht. Aber jetzt ein C, das macht mal. Ja, ist schon langsam die Luft raus. Ja, guck mal, das ist doch niedlich. So. Und man sieht schon mit diesem Grundrezept, wie viele Makronen man da jetzt schon rausbekommt. Das ist schon echt allerhand, ne? Kommt auch eine Menge raus. Und sag mal, und gehen die im Ofen noch auf? Gar nicht. Okay. Ihr backt die relativ milde für einen kurzen Zeitpunkt, damit die A saftig bleiben und B eigentlich im Endeffekt nur so einen Hauch von Farbe bekommen. Definieren Sie bitte, wir backen milde. 180. Nur 180. Also die Gebäcke, die wir zum Teil in der Konditorei backen, werden bei 220 richtig abgefeuert. Oder noch heißer, abgeflammt, Baiser oder sowas. Deswegen ist 180 und alles drunter ist milde. Lau. Okay. Willkommen in Hell's Kitchen. So, ich habe den schon, also ich habe den hier auf milde eingestellt. Genau, richtig. Also in meinen Kochworkshops werde ich immer gefragt, Oberhitze, Unterhitze, Umluft und so weiter. Neues Wort, wir backen milde. Milde und wir backen blond, ganz, ganz hell. Das hat jetzt aber nichts mit dir zu tun. Okay, darf ich es reinschieben? Bitte. 12 Minuten. 12 Minuten mit Timer? Genau, in 12 Minuten sehen wir uns wieder. Und die restliche Masse spritzen wir gerade noch auf. Hier verkommt nichts. So, 12 Minuten, Feuer frei. Let's go. Milde backen. Bis gleich. Let's go. Fertig. Ich hole sie mal raus, bitte. Oder? Bitte. Guck mal, wie schön blond, hellgoldig die sind. Wie lecker die Küche duftet. Genauso sind sie Schaut richtig. Schaut mal, also ich muss den Timer noch ausmachen. Ja, bevor es zu lang piept. Schaut mal, das sieht doch ganz gut aus, ha? Mega gut. Sehr schön. Und wie geht's jetzt weiter? Einmal bitte komplett abkühlen lassen, weil sonst verbrennen wir uns halt auch die Schnüss. Deswegen die Schnüss. Die auskühlen lassen. Die Schnüss, ne, also. Rheinländer, was soll ich sagen. Und ich würde sagen, die Schnute. Oder so, ja. Genau. Und dann kommt noch ein bisschen Schoki drauf, weil alles ist besser mit Schoki. Okay, so, mal gucken, ob das Blech. Ich bin ja mal gespannt, ob wir sie da gleich runterkriegen. Bestimmt. So, Lisa, ausgekühlt. Fertig. Ich mach meine mal los vom Blech und richtig. Du hast noch was vor, ne? Genau, ich tunkel schon mal den Popo
Produkt von... Du tunkst schon mal den Popo. Ich tunk schon mal den Popo. Das habt ihr auf meinem Kanal auch noch nicht gehört. Von meinen hier. Einfach nur in so ein bisschen Kuchenglasur. Die kann man so fertig kaufen, ne? Richtig. Wir haben die ja einfach nur hier im Wasserbad nochmal angeschmolzen. Und das setzt du jetzt einfach so auf Alufolie drauf? Genau, damit das einfach nicht festpappt. Backpapier wäre auch fein. Guck mal, mit Schoki ist einfach alles besser. Und das kriegst du jetzt so wieder von der Folie so runter? Ja, das muss nur fest werden. Vielleicht stellen wir es gleich mal kurz auf den Balkon. Okay. Ein bisschen frisch. Apropos fest, hier, schau mal. Lustig. Also es geht auch ohne Backpapier, oder? Guck, dann werden die auch direkt getunkt. Guck mal hier, dein L und dein C ist auch am Start. Darf ich schon mal einen naschen, du? Tu dir keinen Zwang an. Ich hoffe, du schmeckst die Liebe, die wir reingesteckt haben. Also... Die sind saftig. Das ist so wie so bei so einem Gürteltier, ne? Außen knusprig, innen zart. Genau, innen sollen die soft und juicy sein. Juicy. Juicy, saftig. Knusper, knusper, Knäuschen. Hört man, ne? Absolut. Sie knistern. Hier? Knusprig. Hier? Die sind lecker. Siehst du, und innen soft. Und innen soft. Kann man so, wenn man da so drauf drückt. Also sind wirklich knusprig. Ist aber ganz schön schwer mit Kokosraspel den Mund wieder leer zu kriegen. Also du machst mal weiter und ich versuche das mal runterzukriegen. Ja. Das klingt ganz schön negativ. Nein, also... Hat man lange was von. Ich spreche ungern mit vollem Mund. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Also sie sind super lecker. Okay. So. Dein exklusives Rezept. Ganz genau. Die Extrawurst. Das mit der Schokolade, die Mühe hätte ich mir jetzt schon wieder nicht gemacht. Du kannst aber schnellen Konditor machen. Den schnellen Konditor? Ja, das... Den schnellen Konditor. Was ist denn der schnelle Konditor? Durften wir in der Prüfung nicht machen. Und zwar Schokolade schmelzen und dann mit einem Gäbelchen zum Beispiel das einfach so drüber filieren. Sagt ihr damit drüber fast? Nee. Filieren ist bei uns das mit den Reifen. Pass mal auf, hier sind die nächsten fertig. Die machen wir mal eben aus. So, also ich mache jetzt mal den schnellen Konditor. Das will ich jetzt wissen. Oh shit. Das will ich jetzt wissen. Also, wir brauchen eine Gabel, sagst du? Ja, eine Gabel, einen Löffel, irgendwas, wo die Schoki ein bisschen dran haftet. So, und ich vermute, das wird so eine Geschichte sein, da rein und dann hier diesen. Genau, richtig. Ich weiß nicht genau, wie gut das mit der Glasur funktioniert, aber trau dich. Habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, den schnellen Konditor. Genau. Ich bin manchmal der schnelle Koch und das hat nichts mit schneller Nummer zu tun. Doch, das wird, glaube ich, das schnelle klappt. Nummer ist jemand anders. Genau. Jetzt den, und ich kann das jetzt alles schön einsauen, ne? Probier! Ja, vielleicht ein Löffel doch besser, aber... Ja, sagst du jetzt. Ja, das ist... Guck, ah, ja. Also im Prinzip, ich verstehe das. Ja. Ja, genau, siehst du? Das hieß bei uns in der Ausbildung früher... Jo, Mann! Der schnelle Konditor, der faule Konditor. Der schnelle Konditor. Heute habe ich drei Sachen gelernt. Den schnellen Konditor, das mit diesem Auftippen... Ja. Und irgendwas hast du mir noch gezeigt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Muss ich mir das Video nochmal angucken. Viel dazu gelernt. Man lernt nie aus. Wollen wir anrichten? Und den Verzehrmoment. Oh, den Genussmoment. Den Genussmoment. Okay. Fertig sind unsere Kokosmakronen. Kein Hexenwerk, aber irgendwie haben wir trotzdem viel voneinander, übereinander gelernt, würde ich sagen. Ja, ganz toll. Ich habe mich super wohl gefühlt mit dir. Das war mir ein Fest. Ich hoffe, ich darf noch mal kommen. Aber die Türen stehen offen. Aber meine auch. Bitte komm mal zu mir in die Backstube. Ich komme zu dir in die Backstube und ich bin ganz gespannt, was ich von dir noch alles lernen kann. Also haben wir ein Date. Wir haben ein Date. Wunderbar. Versprochen. Ich würde sagen, wir probieren das, entlassen uns an dieser Stelle aber auch schon mal aus dem Video. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben da zu lassen und auf jeden Fall, wie gesagt, beim Kalle vorbeizuschauen, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Der Gute ist in der Infobox verlinkt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt jetzt gesund und schöne Weihnachten. Frohes Fest. Cheers. Tschüss. Wobei, es kommt gar nicht vor Weihnachten, ne? Ist egal. Ist das jetzt schlimm? Nee. Können wir es rüberlaufen? Ja.